hat. Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Habe ich was verpasst? Irgendwas stimmt hier. Läuft da was? Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Sie sehr einsam, die Frau. Waffen bereit machen. Nur bei mir gibt's heiße Lesben-Action. Den Eindruck hatte ich. Ich meine, es kann theoretisch einfach eine Freundin sein, die sich Sorgen macht, aber... Ach, das ist Wasserphysik! Wasserphysik! Auf mein Zeichen! Wasserphysik! Was? Ach, wir sollen uns wieder mit Kane treffen. Okay, was hast du jetzt schon wieder getan? Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da! Taylor und Moretti, sie wussten, dass wir kommen! Okay, ihr müsst sofort los. Sie wollen euch einkesseln. Verstanden! Das Kane, du bist... Hä, ist nicht... Nee, Moretti ist nicht tot. Nee, es war Dias. Juhu! Motorräder! Du kannst hier hacken. Ich kenne die Möglichkeit, die KI abzuschalten. Man reißt den Kern raus. Ja, man macht ihn einfach aus. Die müssen ja irgendwo herkommen. Ich meine, das gleiche, was du mit den Robotern machst, will die ja mit uns machen. Da muss man einfach nur den Host zerstören. Wenn die uns DDoSen will. The fuck? Und so ist Wasser. Dein Roboter ist der Hammer. Ja, der geht ja jetzt einfach durch. Kann ich mir auch so. Toll, kannst du noch machen. Ich hab Notfallreserve. Kinetische Energie nicht verfügbar. Ja. Jetzt will sie uns nicht töten, die KI? Interessant. Autsch. Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hier bleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig? Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Kane legt sie dir auf dein Hut. Los! Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen oben! Und unten. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden, sind auf dem Weg. Ich glaube, wir gehen nach oben. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. Verstanden, ich sehe sie auch. Greife an. Oh, nee, schon wieder raus. Ich kann ihn nicht abschütteln. Das Wettemanöver. Achte auf den Flakbeschuss. Zielerfassung! Ich hab ihn erwischt. Das ist meiner. So Danger Zone am Spiel. Aber immer wieder dasselbe Ziel. Achte auf Beschuss von diesen Bodentruppen. Was? Bodentruppen? Bodentruppen? Ich dachte, die haben nur noch 1000 oder so. Rakete unterwegs! Oh, alt Manöver. Das ist irgendwie langweilig. Er schießt doch mit einem MG drauf. Juhu, ich darf wieder. Statusbericht. Khalils Männer werden in der Nähe des Kontrollraums überrannt. Wir könnten Taylor und Moretti verlieren. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppen verlangen. Ja, schon wieder. Wieder ein Vogel. Ja, unsere Theorie hat sich ja schon bestätigt. War es das Mohrenschießen oder was ist da? Achso, stimmt, wir müssen einfach teilen. Andere Seite. Okay, ich nehme die rechte Seite. Oder nimmst du die rechte Seite? Ja, ich nehme die linke. Okay. Oh! 3, 1, 4, 5, 9. Ey, das ist meine Seite. Ich weiß. Wir sind drin. Klinke mich jetzt ein. Ich brauche den Überwachungsfeed. Übertragung! Achtung! Oh, nicht schon wieder. Wir sind zu spät. Er ist auf dem Weg raus. Moment.
Als sie noch in Betrieb war, war die Plattform wegen der Dürre ein Ziel von Piraten. Verstanden. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeriegelt. Im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil! Riegel es ab! Jetzt! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kane, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendeinen Vorschlag? Welchen Zufall, dass wir das wissen. Maretti ist noch im Hangar. Khalils Männer sind schon auf dem Weg dorthin. Verstanden. Stoßen jetzt dazu. Fresst unsere Raketen! Ich lande mal. Du landest? Ja, ich geh runter. Ach, da wollen sie wieder welche absetzen, ne? Ich finde das schon löblich, dass man hier überhaupt in der Luft bleiben kann. Weißt du, andere Spiele würden einfach sagen, nee, der zweite Spieler geht jetzt auch am Leben. Ja, der würde jetzt runtergefordert. Eine Riesenkanone aus der Luft. NRC-Streitkräfte sind gerade an Marettis Position aufgetaucht. Sie rücken ab. Wenn wir ihn jetzt nicht kriegen, können wir ihn. Huch! Ah, jetzt bist du in der Gebäude. Ja. Alles ist kaputt. Ja. Was zur Hölle? Maretti kommt auf der Rückseite. Was soll das passiert? Wir wurden ist ein Flugzeug vorgekommen und dann wurden wir angegriffen. Ja, okay. Was piept hier so? Hä? Hab nur ich einen Piepsen die ganze Zeit? Ich hatte gerade eben auch eins, aber jetzt nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit so einen Piepsen im Ohr. Und Kane sagt die ganze Zeit irgendwas scheinbar. Stimmt. Einer sagt irgendwas, aber wir höchst nicht. Ich hoffe mal, dass. Die wäre weg oder ist es buggy? Das kommt wahrscheinlich ein Bug. Gibt's immer noch da? Ja. Ah. Wir sehen, ob sich das mit der nächsten Katze legt. Ich nehme an, die ich nehme. Nicht schon wieder. Was soll jetzt? Jetzt wird's auf einmal kalt. Wird's auf einmal kalt. Ich bin am Boden. Ich kann mir vorstellen, wie ich es beheben könnte. Hand auflegen. So, ganz ehrlich. Das Piepsen nervt. Okay, komm. Ah, shit. Sag mal. Von Dingen geht nicht, oder? Granate. Das sind Zivile, weil ich muss einfach nur in die Luft jagen. Du hast drauf geschossen. Notfallsysteme werden aktiviert. Na ja, toll. Oh Gott. Weil der Sound stimmt bei mir auch überhaupt nicht, weißt du, das ist. Kommt's jetzt wieder? Nee. Hab ich einen Raketenwerfer? Ja, ich lasse dich einfach sterben. Sorry. Aber ja, manchmal muss man einfach Sachen. Wenn's buggy ist, ist es buggy. Wenn's verbuggt ist, dann ist es verbuggt. Ja, kann man nicht machen. Nee, jetzt ist es nicht richtig. Auch wenn der Sound immer noch so ganz komisch ist. Ja, der war davor auch schon so komisch. Ah! Ja, ich hab Notfallreserve. Wieso ist denn jetzt hier Schnee? Ja, weil wir irgendwie buggy, hacky und. Nee. Mind Control. Ich nicht, nein. Hier. Mhm. Ja. Oh, stimmt. Ne, tatsächlich kein Schnee, aber kalt ist es trotzdem. Langsamer! Wohin will der denn? Hey,
Hör mir zu! Da ist er ja. Mann, Henrix, jetzt sei doch nicht immer so aggressiv. Geh doch mal ein bisschen überlegt davor. Was sieht ihr denn in seinem Kopf? Keep it close. Da ist eine Tür, da steht drauf, man soll sie geschlossen halten. Was ist nur los mit dir? Du bist nicht du selbst, Henrix. Da ist etwas in dir, seit du mit Diaz verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren, zu Taylor! Was? Taylor hat eine Verschwörung entlarvt, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel. Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendrix! Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest ihr doch nicht vertrauen! Du denkst nicht mehr klar! Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Dickschädel vor sich? Da knallt's, wenn wir zusammenkommen. Ja! Boah, das ist so viel Männlichkeit aufeinander! Was zur Hölle? Also ein Sniper. Ich stehe auf keiner Lichtung, du dumme KI! Ich denke wirklich, sowas würde funktionieren. Baretti, hör mir zu! Du hast nichts gelernt, oder? Diaz und Hall sind tot. Was dir Taylor auch gesagt hat, es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ergib dich und ich garantiere deine Sicherheit. Ich kann hier was überladen. Überladen? Jetzt werde ich wütend. Geil. Was? Wer wird wütend? Henrix. Jetzt werde ich sauer. Nein. Wie ist er das? Hast du keine Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauert? Du keine Angst vor dem schwarzen Mann, oder was? Du kannst mir vertrauen. Sieh besser den Kopf ein. Du bist ein armer Kerl, aber nicht unsterblich. Bitte, ich gebe Nein. dir mein Wort. Nein! Ja, kommen die auf einmal über dir, was? Ja, okay. Wir sind wieder auf die andere Seite. Ja. Auf mich abzuschießen, du blöder Scharfschütze. Hast du keine Ahnung, übergebt euch! Maretti, du kennst mich! Du kannst mir vertrauen! Zieh besser den Kopf ein. Du bist ein harter Kerl, aber nicht unsterblich. Bitte! Ach Gott, ey. Ich bin doch in der Ecke. Ich leg meine Hand auf. Ja, mach mal schneller. Ich überlade den Markt. Eine Kugel im Kopf bringt dich immer noch zu deinem Schöpfer. Nicht mich. Ich kann mehrere Kugeln im Kopf überleben. Okay. Du auch? Lassen. Die Welt kennt die Wahrheit. Du bist ein Verräter. Deine Wahrheit hat unzählige Menschen getötet. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen? Wie ein Tier. Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns. So wie Hall. So wie Diaz. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Kane womöglich auf der Stelle abknallen!
Hey, hör mir zu. Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich hab nur dich. Außerdem bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Ihr müsst sofort da raus. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Los, Hendrix. Ich bin verwirrt. Wir müssen wieder nach oben, bevor hier gleich alles um uns herum einstürzt. Ihr müsst da raus. Wissen wir. Wir sind unterwegs. Manu, jetzt lass mich doch mal normal laufen. Das ist so schrecklich. Drop the bridge on him. Gute Idee. Bewegung! Zum Hangar geht's hier lang! Vollgas, komm, Vollgas. Hätte sie Vollgas gegeben, hätten sie nicht ausweichen müssen. Voll durchstarten oder so. Ja. Inwiefern haben wir den denn wie ein Tier abgeschlachtet? Sehr gute Frage. Wir haben uns doch eigentlich theoretisch verteidigt. Wir haben gesagt, er soll aufgeben. Und dann hat er uns angegriffen. Und wir haben ihn durchs Fenster geschleudert. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Und wieso habe ich gerade einen Mausklick gehört? Ich glaube, ich habe eine KI in meinem Kopf. Ja, du hast Mausklick gehört, weil ich überprüfen wollte. Nichts überprüfen. Fortsetzen. Doch, leider überprüfen. Ich habe ein Ding in meinem Ohr. Und das kotzt mich an. Ja, mich auch. So. Wir haben gar keine Sammelsachen gesammelt, gell? Gab's Sammelsachen zu sammeln? Ich weiß es nicht. Wir haben keine gesammelt. Ich nehme einfach mal an, dass es welche gab. Schurke, geheim. Warum Schurke? Ist jetzt nicht geheim. Da steht bei mir Schurke geheim. Aber es ist also beim Körper. Aber, achso, ja. Ich bin so verwirrt, ey. Das ist echt. Verwirrend. Verwirrend. Kane, wegen dem, was passiert ist. Was du gesagt hast. Dafür ist jetzt keine Zeit. Alles ist verwirrend. Einen Moment lang habe ich gezweifelt. Ich... Die Infektion. Das Ding, das in Taylor steckt. In Hendrix. In mir. Wie halten wir es auf? Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können... Wir müssen nur Hendrix auf Kurs halten. Es ist zwar nicht offiziell, aber wir haben uns geeinigt. Er weiß, dass ich jetzt das Sagen habe. Was? Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er wird das Richtige tun. Hendrix weiß, dass wir das Sagen haben? Ja. Das ist mir neu, aber okay. Mir auch. Lotustürme. Okay. Brechen Sie gemeinsam mit der ägyptischen Armee und der zivilen Miliz die Herrschaft des NRC über die Lotustürme und sichern Sie das letzte Ziel. Okay. Können wir machen wir das nochmal, ne? Mal einfach mal eine Feldtaktik. Feldeinsatz, meinst du? Einsatz. Razorback und RK5. Nee, da kann ich genauso die eigene nehmen.
Also ich finde, die Story ist interessant, aber so ganz verstehen tue ich manche Charaktere nicht. Hendrix hatte recht. Taylor hatte einen Deal mit dem NRC. Jetzt passen sie in ihrer Festung in Kairo auf ihn auf, den Lotus-Turm. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind wie er. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NRC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis.